So. Ja, Freunde. So sieht es nämlich aus. Ja. Die elendigste Map aller Zeiten, natürlich. Kriegt der Gegner einen 907er. Jawohl. Wirklich, Berlin ist wirklich einer der schlimmsten Maps, die man kriegen kann. Ne? Hier bist du permanent im Kreuzfeuer, egal wo du lang fährst. Du kannst ja auch nicht aufs offene Feld, ne? Du kannst auch nicht in die Schlachtergassen, wenn du einen butterweichen Panzer fährst. Also, diese Map schränkt einen wirklich massiv ein, ne? Hat der gerade aus der Turmdrehung heraus mir einfach eine 800er gegeben, ohne einzuaimen. Really, Problem ist, diese Map bietet auch überhaupt keine Positionen, wo man mal irgendwie safe stehen kann oder so, ne? Oh, die Artis sind nicht weggefahren frühzeitig. Kommt auch keiner zur Hilfe irgendwie, ne?
Ich sitze hier in der Falle, ne? Ja. Brudi, guck mal, ne? Was soll ich dir sagen? Wir haben einen Manticore, der zu blöd ist, da hinten mal durchzukappen oder die Gegner-Artis rauszuholen, ne? Damit ich da jetzt nicht die ganze Zeit kassiere. TVP genau dasselbe, Alter. Und der schimmelt mit seinem Minotauro oder was ist das hier? Rinoceronte da in dieser Halle Full AP und schläft einfach vor sich hin. Es ist massiv traurig, Alter. Manticore schläft einfach. Oh, so flankieren kann der auch nicht, ne? Also der fährt jetzt hier hin, anstatt hier von hinten zu flankieren, ne? Er versteht nicht, wie man flankiert. Er steht jetzt hier und will ein bisschen Snipey-Snipey machen, ne? Nö, Snipey Snipey ist alles, was unser Manticore kann. Der könnte schon längst da hinten mal die Gegner-Artis rausnehmen und da mal flankieren, aber er ist mit Snipen beschäftigt. Wenn der Scout seine Geschwindigkeit nicht nutzt, sondern rumgammelt und wartet, bis er schießen kann, ne? Er entscheidet jetzt über Sieg und Niederlage, er rafft's halt nur nicht, ne? Der müsste da hinten mal die Artis rausnehmen, Alter. Ja, jetzt ist der TVP draufgegangen. Als nächstes geht der Rinoceronte drauf, weil der sich jetzt nicht bewegt. Die Artis zerschießen uns, weil er halt die Artis nicht bearbeitet und nicht rausnimmt, ne? Ja, beide Artis vom Gegner schießen unseren Heavy kaputt. Weil unser Scout nichts von Taktik versteht, ne? Der hätte jetzt schon vor Minuten die Artis rausnehmen können. Ja, das wird natürlich, so wird das eine Niederlage, das ist klar. Ja, seinen One-Shot-Schuss kriegt er auch nicht gebacken. Ja, Kollege Manticore entscheidet über Sieg und Niederlage, ne? Und so wie er spielt, entscheidet er das in unseren Ungunsten natürlich. Nur am Gammeln, der Typ. Ach Gott. Ach, Brudi, Alter. Der FV von uns hat auch keinen Bock, ne? Irgendwie.
Ah, doch. Kann das denn die Möglichkeit sein, dass wir das jetzt sogar noch gewinnen? Jedenfalls gucke ich mir das nicht mehr an, weil das bereitet mir Kopfschmerzen. Dieses ewige Gegammel da. Wir machen schon mal die nächste Runde. Ja, wie wär's mal mit helfen, damit der Jagdpanzer da nicht stirbt? Oh Gott. Wie der hier einfach am Chillen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Jetzt stehen hier schon wieder vier Mann oder fünf Mann genau neben mir, aber keiner möchte helfen und schießen, ey. Ja, genau, du kommst zur Rettung, genau. Wenn ich tot bin, dann kommst du. Ich verstehe. Blockieren die den Typen, dass ich nicht drauf schießen kann. Ey, Junge, Alter, manchmal sind deine eigenen Mitspieler die größten Feinde, oder?
Also. Mann, laber doch nicht rum. Laber doch einfach nicht rum, wenn du sowieso nicht schießt. Komme zu dies, komme zu das. Wo denn, Alter? Wo denn? Sag mal. So viel mal dazu. Unser 907er hat mich im Stich gelassen, der Progetto hat mich im Stich gelassen. Und der Rheinmetall-Scout betreibt Basecamping. Alla beste, wo gibt's? Ja. Kommen wir zur Rettung. Ja, das gibt massive HP-Verluste, ne? Ja, hier schön die steile Klippe runter anstatt hier. Ne? Hier kannst du noch locker runter, hier nicht mehr. Ja. Haben wir das dann sogar noch gewonnen? Ja, ich hatte sogar Top-Damage letzte Runde. Mit dem AMX 50B. Guck mal hier. So, das hätten wir dann auch mal erledigt. Ah, probieren wir mal Badget AP. Freunde. Abo mit Glocke nicht vergessen. Und dem Video ein Like da lassen, ne? So.
Einfach mal ein Like, kostet nichts. Und Support ist immer gut. Ihr wisst, ne, auch mal die Links in der Videobeschreibung abchecken. Ne? Das ist auch sehr brutal wichtig, Alter. Ich habe mehrere Kanäle. Tja, Spot ist da, aber schießen will keiner. Unser Su-130er ist einfach abgehauen, anstatt hier mitzuhelfen. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Der ist sich gerade am verpieseln, Alter, anstatt hier mal mitzuschießen. Wie der Spot hier einfach nicht genutzt wird. Ich bin immer noch bei null Spot Damage, ne? Obwohl ich jetzt mehrmals irgendwelche Mediums aufgemacht habe. Hier, unser Su-130er schießt einfach nicht.
Wir haben wirklich absolut AFK-TDs in unserem Team, die sich null interessieren für offene Ziele, ne? Dieser so 130er zum Beispiel da oben. Tja. Diese 8 Jahre müssten sich mal verändern. Ich bin jetzt mittlerweile 12 Jahre das Spiel am Spielen. Also ich fühle mich so ein bisschen unter Wert verkauft. Also, Wargaming, was ist los? Da müsste stehen 12 Jahre. Dieser Schriftzug müsste sich jedes Jahr verändern. Dann würde ich es feiern. Ja, wir haben 3 Runden gewonnen, ne? Was haben wir jetzt hier heute für eine Winrate? Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Durchschnitts-XP. Bei mir läuft. Super. Ey, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Lasst ein Like da. Und küsst meine 2 Gun-Marks, Alter. Bis dann. Tschüss. Ich liebe euch. Beste, wo gibt es?